Hallo, Johann Dicke ist mein Name. Willkommen zurück zum Strategieaufgaben und wir machen jetzt weiter mit Leicht 02. Gut, gegeben ist ein Dreiecksbogen, das System ist statisch bestimmt. Einzellasten sind da gegeben, sie die jeweils in Mitte des schrägen Balkens angreifen und sie sind jeweils 10 Newton groß. Sie führen dann einfach zu dreieckförmigen Momenten hier, so linearförmige Momente hier mit Knickwerte in Mitte des jeweiligen Elementen. Mit dem Wert 10, also FL Viertel, also 10 mal die Länge, 1,41 mal Wurzel 2. Ich glaube, das hier wurde gewählt, damit es besser mit dem Wert Wurzel 2 passt, irgendwie. 1,41 mal Wurzel 2 dann durch 4. Also 1,41 mal Wurzel 2 ist die Länge der Stahl, des schrägen Stahls da durch 4. 0,49 bla 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 mal 10. Okay, 4,985, ja, das ist dann der Wert jeweils hier auf der inneren Seite und dort auf der Außenseite. Was war unser Trick? Gedanklich stellen wir uns vor, dass das hier wie ein Seil. Die Last greift so an, von oben nach unten, beziehungsweise von links nach rechts. Dann würde sich das Seil so durchbiegen, dass die Zugseite hier liegt an. Das Seil würde sich so durchbiegen, das heißt Moment auf dieser Seite hier. Und hiermit dann lasse ich eher nach oben weg, in die Richtung weg. So, dann würde sich das Seil eher so verformen und wir würden die Zugseite auf der Seite kriegen, auf dieser Seite, nicht hier, sondern dort. Das Moment würde dann so aussehen. Gut, das zeichnen wir dann gleich. Funktion, Aufgabe, nee. Ja, hier eingeben, Dreieck mit dem Wert 4,9851, haben wir vorhin berechnet. So, auf der anderen Seite noch dasselbe, aber auf der aber negativ so minus 4,9851. Gut, das war's, Funktion vergleichen. In Stab Nummer 1 ist ein Fehler erhalten. Der Verlauf ist plausibel mit geringer Abweichung der Wert, mit geringer Abweichung der Werte von maximal 1%. Im Stab Nummer 2 ist ein Fehler enthalten. Der Verlauf ist plausibel mit geringer Abweichung der Werte von maximal 1%. Also, es ist okay. Jetzt will ich frage mir mal, ob vielleicht, weil ich guck mal. Die Werte hier waren schon komisch, die 1,41. Und ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier schon Wurzel 2 eh angenommen wurde von der Aufgabestellung her. Und vielleicht könnte man nicht genau den Wert von Wurzel 2 angeben. Also nehmen wir mal an, dass das hier der Wert von Wurzel 2 wäre. Dann wäre die Länge hier eigentlich 2. Und dann wäre das Moment eigentlich 10 mal 2 durch 4. Und das wäre 5. Also, ich korrigiere mal das Ganze so. Ich gebe hier nicht minus 4,9 bla bla bla, sondern minus 5. Hallo. So. Und hier nicht 4, bla bla bla, sondern 5. Funktion vergleichen. Die Lösung entspricht komplett der Musterlösung. Genau. Also. Ja, es ist ganz normal, da sind noch Menschen, die das hier konzipiert haben und geplant war hier Wurzel 2. Wenn man so einen Wert sieht, 1,41, 4,1425, Moment, was war das noch? Wurzel 2, 1,41423, okay. Ja, genau. Also, alles gut hier, einfach speichern dann. Und das war's, wir sind mit dieser Aufgabe fertig. Ja, die nächste Aufgabe wird leicht drei sein. Bis zum nächsten Mal.